Bis nächstes Jahr, warte. Haben wir noch einen Militärzugang? Zwei eine Tiermagat? Ne, das sollte eigentlich gehen. Müsste gehen. Ach so, deswegen kann ich es nicht nehmen, weil ich es nicht halte. Wenn wir uns dann Böhm nehmen, das Mäcki dann eh nicht, oder? Schätze ich mal. Weil besser wird es dann eh nicht. Glaube nicht, dass ich dann mehr nehmen kann. Könnte oben Henniger rauslassen. Oder ich nehme dein Geld. Das war's. Wegen der AI. Bam. Das war mal ein Krieg. Hei, war ein fetter Krieg, auf jeden Fall. So. Okay. Können wir dann Opole annektieren, im Grunde. Litauen ist noch etwas ungehalten, das ist okay. Stettin. Wie kriege ich denn das hier weg? Gar nicht so wirklich, ne? Bei 29 Absolutismus. Das ist nicht viel. So, wo sind meine lieben Freunde? Da hinten. Na toll. Da, ganz weit hinten hier. Na gut. So, erfolgreich Krieg geführt. Würde ich mal behaupten. Haben auch fast die letzte Stufe. Hier könnte man nochmal, hier muss ich mit. Das ist natürlich jetzt auch nicht verkehrt, ne? Unser Darlehen zurückzahlen. Hier sind zwei Kardinäle drin. Okay. So helfen wir ihr mal.
So, Ostra und Sämling, da würde ich dann gern die Böhmen rauslassen. Das geht ja hoffentlich. Wassermarsch klingt gut, bin ich dafür. Wunderbar. Ein bisschen warm, aber geht schon. So, jetzt kann ich Böhmen und Nita rauslassen. Gut, gut. Können die mal deaktivieren? Danke. Ich würde gerne noch die zwei anderen annektieren, bevor ich die anderen rauslasse. Also mal gucken, oder einen zumindest. Jetzt kriege ich zu viel Mali. Jetzt habe ich zu wenig Diplo-Punkte. Das Heilige Römische Reich kriegt man auch noch klein irgendwie. Wenn ich jeden einzeln konvertieren muss. So doof, dass da keine Kaiser. Dass man da nicht reinkommt jetzt. Ist ein bisschen doof. Gegen Lübeck muss man dann weiter vorgehen. Oh, diesen Ziel von einer Koalition. 49 können wir erst wieder angreifen. Ist zwar nicht so lange jetzt. Trotzdem kacke. So. Kämpfte Nachfolge. Wie meinst du das? Ob die was taugen? Kann sicherlich Spaß machen, mit denen zu spielen, wenn man weiß, was man tut. Aber ich habe selber mit denen noch nicht so wirklich gespielt. Kann ich das leider nicht sagen. Oh, Provence ist aber groß hier. Ich bin mal gespannt, ob der noch lang genug lebt. Ich bezweifle es. Ob das was wird. Das wage ich doch sehr zu bezweifeln. Russland mag uns wieder. Jetzt auf einmal. Jetzt mögen sie uns auf einmal wieder, weißt du? Darf ja nicht wahr sein. Die ganze Zeit. Oh Gott, habt ihr einen Haufen Truppen. Uff. Okay, die sind auf Quantität gegangen. Ach nur Scheiße. Ja, komm, wir machen Bündnis wieder. Jetzt sind wir zwar eins drüber, aber das ist jetzt egal. Ja, der Iron ist für uns auch feindlich, weil er Provinzen wollte. Weil er hier halt Ansprüche hat. So ein paar. Und der hatte vor uns einen Militaristen drin. Und da hat er hier minus 200 gehabt. Aber mit den Diplomaten anscheinend nicht mehr. Das war halt dieser Zeitpunkt, wo ich es angreifen hätten können wegen PU. Das war sehr ungünstig. Erstmal die ganzen Partikularisten rausbekommen, ey. Der Zugang? Okay. Ming lebt noch? Da unten. Oh, schon hat hier fast das ganze Kaiserreich eingenommen, ne? Ja, auch ein guter Bündnispartner.
Oh, die sind mit den Osmanen verbündet. Ah. Also die brauchen wir schon mal nicht mehr angreifen. Die sind auch mit den Osmanen jetzt verbündet. Okay. Ich krieg dann so auf die Mütze. Ich krieg jetzt auf die Mütze, wahrscheinlich. Wo ist ein Truppen da, der vom Osman, die gegen meine gekämpft hatten? Nicht sehr stark war, muss ich sagen. Ich darf jetzt mit dem ganzen Kram wegmachen da. Sehr nervig. Ich habe genommen. Offensiv, religiös, Aristokratie und Wirtschaft. Das hat dann meine Reiter noch mal ein bisschen gestärkt mit der Aristokratie. Ein bisschen höheres Limit. Fand ich ganz nett. Damit wir hier entsprechend starke Kavallerie haben, weil ich habe diese Kosaken Regimenter und die machen mehr Nahkampfschadenbonus. Geht allerdings ein bisschen auf die Stabilität. Das kostet dann mehr. Weil wir auf die Kosaken vertrauen. Naja. Wenn du religiöse durch hast, hast du immer einen Kriegsruhm gegen andere Religionen. Das ganz nett ist. Wenn du jetzt zum Beispiel wie ich als orthodoxe Nation spielst, dann hast du ja eigentlich keine andere orthodoxe Nation, gegen die du kämpfst. So wirklich. Das macht sich da ganz gut. Was noch ganz gut ist, ist Quantität. Dann hast du sehr viele Truppen. Spionage hast du, okay. Habe ich auch noch nie genommen. Ja. Spionage ist ganz gut, ja gut, wegen der Propaganda. Ist Italien noch im Reich oder nicht? Norditalien. Das wäre noch gut zu wissen. Ich weiß nicht, wie die Ideen von Florenz ausschauen. Feind der Aufklärung, wir müssen es macht. Ignoranz ist Segen. Da hoch. Danke. Und weitergehen. Ah, sind alle raus. Okay, dann ist das mit der AI ja nicht mehr ganz so schlimm. Dann geht's ja. So, letzte Ding ist durch. Sehr schön. Jetzt können wir uns mal wieder ja voll auf das Ding ins konzentrieren, damit wir vor allen Dingen das Regierungslimit mal erhöhen können. Kampfstärke, Artillerie, das klingt doch super. Das wäre noch ganz gut, da verlieren wir zwar einen Admiral, aber ist okay. Religiöse Einheit, brauchen wir das noch? Hm. Können wir dann gleich mal rausnehmen. Wie, Frankreich ist im Reich. Wie haben sie das geschafft?
An die Kaiser oder was? Das ist nicht gut. Ganz und gar nicht. Oh, das ist nicht gut. Das ist, könnte schlecht sein. Jetzt kann nämlich auch Frankreich schön im Reich erobern. Wenn sie jetzt mit drin sind, ist es ein bisschen einfacher. Oh, hallo Skandinavien. Mein Freund. Mal beziehungsweise wieder. Ich sehe gerade, die sind ein bisschen weit unten. Blüten Partygäste hier. Wenn Frankreich ein Kaiserreich ist und du gegen Frankreich kämpfen willst, dann wirst du auch den Kaiser an der Backe haben. Also wenn es ein direkter Angriff gegen Frankreich ist, zumindest. Da ist es egal, ob das dein Bündnispartner ist. Wenn du jemanden im Reich angreifst, dann ist der Kaiser gegen dich. Das ist dann immer das Problem. So, endlich haben wir mal die ganzen Dings da gleich weg. Okay. Truppenlimit ist wieder leicht erhöht. Fehlt mir nicht eine Armee? Ach, hier oben ist die. Okay. Dann helfen wir mal. Keine Ahnung, wie oft die jetzt schon wieder Krieg gegen Gotland geführt haben. Das hätte ich mir auch sparen können, oder? Stopp, stopp, stopp. Abbrechen, abbrechen. Brauchen wir nicht machen. Nicht nötig. Wir kriegen ja dann gleich Einheiten vom Annektieren. Sparen wir uns ein bisschen Rekrutenreserve. Kaiser ist von Frankreich Rivalen, ja, dann hilft er nicht. Dann geht's. Wenn es ein Rivale ist, dann hilft er nicht. Weil da hat er keinen Bock drauf. Wenn das so ist. So, Annektierung von Dingens. Können wir hier ein bisschen was wegnehmen? Können wir nicht? Hä? Ging das? Stand nicht vor uns noch was, dass das geht? Schade.
Juhu. Aufgeräumt. Jetzt verdienen wir endlich ordentlich Geld hier. Oh. Spanien hat keinen Nachfolger. Ah, oh, schade. Der Dings ist gestorben. Oder? Hatte ich da informiert drin? Nee, hatte ich nicht. Okay. Komm du mal zurück. Wandel, ja, das ist halt schwierig. So, in der Beziehung verbessern. Sonst ist etwas eingepieselt. Brandenburg ist raus. So, Gotland könnt ihr ja ohne mich machen, ne? Im Normalfall. Oder auch nicht. Wollt ihr jetzt mal da landen oder habt ihr keinen Bock? Ich glaube, ihr habt keinen Bock. Ich muss das jetzt echt für euch machen. Finde ich aber nicht toll. Allerdings kriege ich dann wieder Gefallen, ne? Also, wird man vielleicht doch. Ich würde die in ihrer Arbeit machen, ja. Nee, nee. Müssen wir dann auch mal ein bisschen verbessern. Die Stettin wurde annektiert. Jawohl. Wieder ein paar Einheiten bekommen. Sehr schön. Hier hinten, ne? Ja. Du kannst weg. Brauchen wir nicht. Sehr schön. So schnell kommt man an, Leute. Wieso steht hier so ein Einzelner rum? Wer bist du? Uns hier mal kurz sammeln. So. Was machen wir mit dir? In die Krim schicken, wenn die Idee. Weil das andere bringt mir nichts. So. Ich hoffe, der geht jetzt da runter. Jupp, geht er? Okay, den Rest kann ich noch nicht. Zweiunddreißiger Gefechtsbeile. Könnten mir fast noch ein paar Kalnüten reintun.
Oma erhöhen, sehe ich gerade. Könnten hier noch auf Absolutismus wechseln, fällt mir gerade auf. Weil ich glaube, das haben wir nötig. Wir lieben zwar ein bisschen Produktion, aber ist okay. So. Das königliche Dekret. Den Rest hauen wir hier wieder rein. Besser. 26 Gefälligkeiten. Jetzt hat er echt einen weißen Frieden gemacht, oder was? Warum führst du überhaupt Krieg da oben? Das soll meiner verstehen. So, mal Beziehungen überall verbessern bei unseren Verbündeten. Slutsky. Problem ist, er jetzt einen Thron beanspruchen möchte bei Russland. Da habe ich keine Chance gegen die wahrscheinlich, weil die viel zu viel drum haben. Ich habe gerade mal die Hälfte. Monarchie ist meine bevorzugte Regierungsform. Und, jawohl, Horde spielt auch sehr gern, muss ich sagen. Republiken habe ich eigentlich noch nie so wirklich gespielt. Horde macht mir auch sehr viel Spaß, muss ich sagen. Das ist schon krass, wie die abgehen, die Horden. So, wir können ein bisschen was bauen, fällt mir dazu auf. Jetzt haben wir erstmal den Kredit zurück. Ne, ich baue gleich was. Horde ist sehr stark. Also am besten geeignet für eine Welteroberung, muss ich sagen. Ist am leichtesten mit denen. Besten mit den Euraden. Das sind die stärksten von allen. Kann ich nur empfehlen. So. Universitäten sollten wir auch mal bauen. Nämlich eine Manufaktur gebaut, ne? Alles voll geklatscht hier. Mehr Einheitenlimit wäre auch nicht schlecht. Oh, Israel ist kein Russland mehr. Russland macht ein goldenes Zeitalter, okay. Wir haben drum Litauen schon wieder. Ich meine, Siedlungswachstum verbieten hier. Irgendwie dauert das immer länger gefühlt. Huch.